Die Rotfabrik von Zürich ist weit um in der Schweiz und teilweise im Ausland ein Begriff. In den letzten Tagen ist das alternative Kulturzentrum am Zürichsee wieder in die Schlagzeilen gekommen. Es ist etwas ganz Spezielles, die Rote Fabrik. Sein eigener Stil. Eigener Charakter. Und das verändert auch einen selber, wenn man da reinkommt. Es sind auch wirklich andere Leute, als sonst auf der Straße gesehen. Ja, also da hat es auch viel offene Leute, finde ich, hier jetzt da. Viel friedlicher. Ja. Nur junge Leute wären, glaube ich, auch nicht so interessant. Also, ich meine, es ist auch gut, wenn so ältere gemischt kommen. 20 bis 30 auf, mehr bis 50 kommen zu. Es hat niemand etwas dagegen, wenn man mal da kommt. Man kann essen, man kann etwas trinken und man kann den Joint dazu rauchen. Das ist wunderbar. Und am See, immer in der Sonne. Und zum Morgen bis um 2 am Wochenende. Das ist natürlich hervorragend. Ja, da trifft man sich am Abend auch, wenn wir in den Ausgang gehen auf Zürich oder so. Das ist so wie eigentlich das Quartier, das Junge von diesem Quartier. Ich finde es einen Unterschied, wenn ich ins Palais Extra gehe. Es hat immer noch nicht so grusige Türen stehen und es hat immer noch nicht irgendwie irgendwer hinter der Bar. Es ist ja nicht nur ein Rocklokal oder ein Theaterlokal oder so, wie es sonst überall ist, sondern es hat hier eine Vielfalt. Es ist unglaublich, wie vielfältig dass so eine Woche manchmal abläuft, von Kindertheater über komplizierteste, modernste Fabrikkompositionsmusik bis hin zu einem Hip-Hop-Konzert. Oder es ist auch vom Publikum her sehr vielfältig. Das gefällt mir. Rote Fabrik ist natürlich ein Begriff. Das ist ja schon bald Jahrzehnte, wo das ein Begriff ist. Ah ja, ich kenne sie nur vom Hören sagen. Meine Tochter geht eben an. Ja, ja. Ja, Partys einfach und so. Also. Ja, ich habe dort mal eine Lehrabschlussprüfung gemacht. Ich bin noch gar nie gewesen. Ich bin auch viel zu alt dafür. Ich bin noch nie drin gewesen. Schon gut, ja. Ich finde es gut, jedenfalls gefällt es mir dort. Was mich so lange hier hält, ist schon auch, ich finde es spannend. Ich habe hier immer wunderbare Leute getroffen, die hier mitgeschafft haben. Und ich habe auch spannende kulturelle Ereignisse hier erlebt. Also, das ist mir unvergesslich. Stefan Eicher am Anfang hier, oder mal Nirvana zu sehen, vor ein paar wenigen Leuten, die es noch nicht bekannt waren, so Entdeckungen zu machen da. I got a rock and roll heart, rock and roll heart. Alles können sie auch nicht machen, sie machen viel und ich finde die Musik genial, wirklich extravagant und und nicht so bekannt, ein bisschen speziell, wirklich nicht da der Britney Spears, der jeden Doppel kennt, zum Glück. Sonst würde ich glaube auch nicht mehr danach. Meine Tochter hat mich eingeladen zu Zap Mama. Und ich war schon, was bin ich noch? Sonst mal? Der Bates und so? Ich war noch nie drin. Und warum nicht? Ist nicht so meine Wellenlänge. Ich habe mit dieser Art nichts zu tun. Also nein, mir gefällt es vor allem, wenn es Graffiti sprayt, weil ich tue selber auch sprayen. Darum, ich war nur einmal bin ich gewesen, bis jetzt. Also für mich ist die Fabrik eine Art ein Biotop. Also es ist so wie ein Tümpel, fusser unscheinbar vielleicht. Und wenn man da drin hineinschaut, das wimmelt enorm so von Sachen, die hier entstehen. Und,
und die sich entwickelt und die auch wieder absterben und wieder neue Sachen passieren. Also, es ist ständig ein Wechsel. Durch das, dass man hier gearbeitet hat, hat man natürlich Hintergründe gesehen, die andere nie gesehen haben. Was? Ja, zum Beispiel, dass der Ziegel ein Kollektiv ist, wo irgendwie 50 Leute arbeiten, die alle gleich viel verdienen, wo man irgendwie wirklich keinen Chef hat, wo man muss selber denken, wo man muss das Zeug selber machen, wenn man etwas verändern will. Ich mag das auch, das Zusammenarbeiten mit 16 Leuten, wenn man jetzt von der BG einfach retour im engeren Kreis so zusammenarbeitet jeden Tag, wo man extrem gut muss Fähigkeit entwickeln, miteinander zu reden, mit aufeinander zuzugehen, zuzuhören und auch einer Auseinandersetzung standzuhalten. Und wichtig sind Prozesse, wie Kultur zustande kommen, weil Kultur etwas für die Seele der Menschen ist und nicht einfach nur ein Produkt, das man essen oder konsumieren kann und dann wieder vergessen bzw. einfach wieder ausscheiden. Es sollte sich festsetzen in den Menschen und darum ist es in der Fabrik vielleicht einzigartig, dass man das auch auf einer Ebene machen kann, wo sehr breite Diskussionen sind über wie wird es produziert, wo wird es produziert, warum und so weiter. Durch das, dass wir anders Kultur erarbeiten, Kultur machen, Kultur veräussern, unterscheiden wir uns. Und das sind dann ganz konkrete Punkte, zum Beispiel, dass wir sponsorfrei sind, dass es nach wie vor nicht so ist, dass man da Plakate von Coca-Cola und Parisien sieht, die es sonst gibt. Und ich meinte, dass das einen Einfluss hat auf die Qualität, auf den Inhalt, auf das, wie wir auch Besucherinnen ernst nehmen. Die selbstverwalteten Orte werden quasi zu so Inseln, zu so... Das ist schon nicht. Also wir sind da auch voller Widersprüche, das ist klar. Die paradiesischen Inseln finden in der Zwischenzeit am Privatfernsehen statt, also Robinson-Inseln. Aber man kommt schnell mal wieder auf die Rotfabrik, wenn man etwas lancieren will. Und es ist halt immer noch das sogenannte Grüppli, also das gallische Dorf vielleicht. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber alles ist einfach noch und, okkupiert. Aber die Rotfabrik ist irgendwie noch ein bisschen so ein bisschen wenigstens. Wer hat das gedacht, dass es diese Fabrik immer noch gibt, nach 20 Jahren? Also das war ja der Ort, wo ich mich noch erinnere, zur Zeit von der Bewegung, dass man hier hin ist und ein Loch in die Mauer gemacht hat und Jeanslager und Opernhausfundus geräumt hat und dann eine ziemlich gute Zeit lang ziemlich lustige Kleider unterwegs waren und jede Menge Jeans. Es hat schon mal, und zwar am Sonntag, am 8. März, hier in der Roten Fabrik ein Fest gegeben. Dort haben wir die Halle von denen können mischen, die am Abend vorher drin waren. Das war eine ursprüngliche Einstellhalle für das Opernhaus. Und mit dem Kredit im 80er, der dort bewilligt worden ist, haben die Jungen dann gefunden, hey, wir wollen auch endlich etwas. Es sollten jetzt ja dann etwa alle wissen, dass über einen Kredit von 60 Millionen abgestimmt wird am 8. Juni für einen Umbau, Ausbau vom Opernhaus. Und das interessiert uns aus dem Grund, weil die Rotfabrik, die ja vor ein paar Jahren abgestimmt worden ist, dass sie ein Kulturzentrum werden soll, ist eigentlich alles andere als ein Kulturzentrum geworden. Kennst du ein bisschen Geschichte von der Roten Fabrik? Nein. Nein, nein. Ich weiß nicht, wie sie die Rote Fabrik heißt. Wie sie rot ist, vielleicht? Ja, genau. Hey, hey, hey. Gar nicht. Mal irgendetwas haben wir so ein bisschen flüchtig. Der Name sagt schon, dass es mal eine Fabrik war, aber sonst... Das sind so ein die rebellischen Hippies sicher auch da gewesen, ein bisschen Sozi-Zeit. Ja, die haben mich geholfen aufzutun in seiner Zeit. Ich bin dann jeden Samstag dort draussen gehockt. In der Hightime von der Roten Fabrik und von der Bewegung. Es war einfach nach der Demo immer saulässig, rauszugehen, weißt? In die alte Beiz noch, wo an der Strasse oben war. Und da hast du alle die Leute getroffen und hast es einfach gut gemacht.
weil die Regierung von Zürich die subversiven Jugendlichen gerne ein bisschen nicht so zentral hatte, haben sie in die Rotfabrik gegeben. Und das ist jetzt halt das Relikt von damals. Ich rede etwas und mit mir der Stadtrat etwas, das realisierbar ist. Und zwar so realisierbar, dass kulturelle Bestrebungen erfüllt werden können, dass aber auf lange Dauer, so wie es auch von den Fachleuten eigentlich avisiert wird, eine Einbeziehung der Selbstverwaltung kann eingeübt werden. Ich amüsiere mich natürlich jetzt, wenn Behörden so sagen, quasi der Bewegung gratulieren und so weiter und sagen, aha, die Bewegung und so. Und damals haben sie ja einiges abbekommen. Ich habe letztens für mich einen lustigen Text geschrieben, dass sie sehr bewegt sind über die Bewegung der Behörden, über Bewegung. Das ist so, ändern sich einfach Zeiten, oder? Ja, das ist das Schöne, da hast du halt nichts zu kämpfen, da kommst du an und hast im Frieden, kannst du das machen, was du willst. Also. Was sich verändert hat, ist sicher, dass das eine Zeit war, wo die Jungen die Freiräume gefordert haben und sich geholt haben. Und heute habe ich das Gefühl, ist in der Stadt Zürich so vieles aufgrund dieser Bewegung passiert, dass die jetzt jung sind, sie wahrscheinlich nicht mehr so viele Möglichkeiten haben, so Häuser zu besetzen oder dann zu bewirken, dass sie einem gehören. Ich habe letztens an einem Hip-Hop-Konzert vor ein paar Wochen ist einer gekommen, ein Aktivist von der ersten Stunde. Da denke ich, ist der jung geblieben, hat sich der gut erhalten und geht noch ein Hip-Hop-Konzert. Und plötzlich merke ich, das ist der Sohn des Aktivisten, 20 Jahre später. I've seen the helpless like cats who keep faggot like boo-boo, a truth and a new sensation. Fuck that whole wannabe gang for fascination. The illusion is broke, all kind gobblers misspoke. And got the LP rookie car stuck in a bicycle spoke. Gordo's VH1 crystallized pseudo-rich broke. Let the liquid town is soaked. Der Sohn hat mir gesagt, ich komme gerne in die Rotfabrik. Es gäbe so viele Schickimicki und Kommerzlokale in dieser Stadt. Sie hat gefragt, gäbe es die Rotfabrik. Und ich habe gedacht, gut, was sein Vater, für was sein Vater sich eingesetzt hat vor 20 Jahren. Es ist mit der Grundidee immer noch verhaftet. Also es ist nicht etwas, das dann plötzlich sich verändert hat, mutiert hat und zu etwas ganz anderem geworden ist. Es ist ein bisschen bürgerlicher geworden. Es ist nicht mehr so der ausgeflippte Haufen da, sondern ja, die Familie kommt mit den Kindern am Sonntag zu mörgeln. Und es ist allgemeintauglicher geworden. Also auch über die verschiedenen Altersgruppen hinweg. Wo natürlich ist klar, die Jungen von damals, die sind jetzt inzwischen Familienväter und Mütter. Und das verschiebt sich ein bisschen. Aber die Rotfabrik hat mitgelebt, das ist gut. Ich denke, das ist heute nicht mehr der Fall, dass du rauskommst, um dich überraschen zu lassen. Du gehst dann, wenn etwas ist für dich, und dann kommst du, und sonst kommst du nicht. Denken wir, wenn du jetzt irgendeinen jungen Menschen fragst oder einen Mittelälteren, der hier an ein Konzert kommt, der kommt da einfach, weil die Band da spielt, nicht weil es die Rotfabrik ist. Also, der würde ein Ballet extra für die gleiche Band und das wäre ihm scheißegal. Und ich glaube, das war früher schon anders gewesen. Man nimmt es als ein Konsumgut heute und da meinte ich, ist auch ein Teil der Besucherinnen, die in die Fabrik kommen, davon betroffen. Und dass man auch nicht mehr erkennt, dass es kulturpolitisch in dem Sinne nach wie vor ganz viele wache Bewegungen brauchte oder kritische Stimmen brauchte. Sonst wird das ein grosser Fett vom Herzen, oder? Das kann man überall ausleben. Wenn ein Tag noch mal ein Pink Floyd Konzert oder sonst irgendwo, oder? Aber nicht da. Für jemanden, der jetzt ein bisschen hinter die Kulissen sieht oder für jemanden, der jetzt länger da war, es ist schon verbunden mit noch immer extrem viel Ideologie. Also ich glaube, jeder, der hier arbeitet, wenn es zum Teil jetzt Leute waren, die Sachen also so organisiert haben, Konzerte oder so, die jetzt wirklich eigentlich keinen Unterschied haben zu anderen Orten. Es ist gleich noch, es kommt schon anders daher.
Bohnen ein. Alles kann ja irgendwie und irgendwann mal wichtig sein. Bohnen sind der besten Wand und du nicht in die Abendbuchverkehr. Zum Beispiel früher hat BG nach der Veranstaltung amix selber gewischt. Nach der Veranstaltung, das hat man alles zusammen gemacht, dann hast du zusammen noch eins getrunken und das fehlt heute halt. Dann gehst du heim und dann ist es fertig und dann am nächsten Tag machen das dann andere. Das ist so professionell geworden vielleicht, also wenn man das so will nennen. Ich denke, man hat höhere Ansprüche da unterdessen, wie eine Kultur soll veranstaltet werden, wie hoch das Niveau ist von der Bereitschaft oder das Bereitstellen von der technischen Möglichkeiten etc. Ja, ich würde mir das stark überlegen mit dieser sogenannten Professionalisierung, wo man einfach so möchte, irgendwie so einem Anspruch genügen, ziemlich hohen Standard zu bieten, damit dann aber auch die Fixkosten steigen von einer einzelnen Veranstaltung und dann vieles eben nicht möglich ist. Was ich finde, das gehört hier an. Für mich ist vielleicht heute ein bisschen zu viel Geld involviert. Also weisst du, die vielen Konzerte, die sind, und das ist einfach wahnsinnig viel Geld. Und da dünkt es mich manchmal, es wäre schon gut, wenn wir ein bisschen mehr zu den alten Zeiten zurückgehen können. Man muss sicher auch Sachen verändern. Wir brauchen irgendwie mehr Leute, wir brauchen auch mehr Geld. Also das sind so Sachen. Ich würde es schön finden, wenn eben die Leute wieder das Ganze sehen von der Roten Fabrik und nicht nur ihr Büro oder ihr Atelier oder ihr Restaurant, sondern ein Hausgeruf würde entstehen, wo sich alle darunter begeben können und sich auch bis zu einem gewissen Grad damit identifizieren können. Ein bisschen moderner? Nein. Ich finde, es genau so bleiben. So ist die Rolle. Ja, schon. Ich finde, das soll sich absolut nichts ändern, weil es soll so bleiben, wie es ist. Und ich glaube, so hat jeder Freude daran. Ich wünsche mir, dass sich nichts verändert. Ich finde, das ist eben genau das, was mir an den Orten nicht gefällt. Dass man es immer versucht, zu perfektionieren und noch etwas schicker zu machen. Die offenen Arbeitsgruppen, wo man jetzt immer wieder Mühe war, ist es eine Zeit lang, dass man das wieder anstrebt, dass die Basisdemokratie in dem Sinn nach wie vor beibehalten wird, aber jetzt strukturell vielleicht wirklich gewisse Veränderungen muss vornehmen muss, um auch der Arbeit gerecht zu werden und den Menschen, die darin arbeiten. Ja, ich hoffe immer noch einigermaßen ohne Intendanten und ohne ja, also immer noch ein bisschen selbstverwaltet, soweit das noch möglich ist. Ich fände das toll, oder? Ich fände das toll, eine Versammlung von unserem Publikum, das bestimmt, was im nächsten Monat kommt. Ich meine, jetzt technisch ist das nicht realisierbar, aber es wäre wahnsinnig schön, dort Weg zu finden, das noch grösser zu demokratisieren, also noch breiter quasi die Mitbestimmung zu machen. Das ist der neue Tagesbericht aus der Fabrik, aus der Roten Fabrik zum Fest. Nochmal 80 Jahre. Ich hoffe, da gibt es noch 20 Jahre. Etwas vom Besten, was es Zürich gibt, die Roten Fabrik. Und das sollte weiter in 20 Jahren auf jeden Fall weitergehen. Und wieder in dieser Art, also vor allem alternative Kultur. Aussenseiter bleiben, Aussenseiter sein. Sind ja auch ein bisschen am Stadtrand und von dort her eben auch schauen, was nicht das machen, was in der Stadt alle anderen auch machen. Mehr so Experimente mit Austausch auch in der Stadt. Mehr auch innerhalb der Fabrik Austausch unter den Sparten. Das findet auch für mich wenig statt. Und ich wünsche mir ein bisschen mehr Selbstsicherheit auch für die ganze Fabrik, dass wir da eigentlich etwas Wunderbares haben. Aber wahnsinnig mit so internen Querelen manchmal
am Würgen sind, wo ich finde, fehlt manchmal dann auch ein bisschen der Humor. Ja, aber ein gutes Theater und ein gutes Konzert. Tina Turner zum Beispiel wäre jetzt doch etwas, wo in die Rote Fabrik noch passen würde, oder nicht? Also ich denke, man muss ein bisschen von dem Image wegkommen, von diesen Unruhen her. Halt. Weil das, denke ich, ist halt jetzt wirklich eine Epoche, die war. Und das muss eine neue, wie soll ich sagen, eine neue Geschichte quasi entstehen. Klar, die Geschichte wird immer bleiben, warum man es bekommen hat. Aber man muss, denke ich, sich ein bisschen von dem lösen. Und das würde zwangsläufig passieren, wenn niemand mehr da drin ist, der das direkt miterlebt hat. Ja, ich finde es wichtig, dass die Rote Fabrik Stellung nimmt in dieser kulturpolitischen Debatte, die jetzt sicher losbricht. Also mit dem Schauspielhaus, das ihnen viel mehr Geld bekommt und neue Spielbühnen hat und so. Und dass man sich einlädt auf diesen Dialog mit der Stadt. Und eben nachher klar machen, was draussen passiert an kulturellen Leistungen. Und dass es nicht darum geht, wir haben so viel Publikum, so viele Veranstaltungen, sondern insgesamt, was draussen an Kultur geleistet wird. Man sagt eigentlich allen, die jemals hier geschafft haben in dieser Fabrik, und das sind im Fall unzählige Leute in diesen 20 Jahren, also unzählige, sowohl in der Beiz, im Ziegel, wie auch in der Betriebsgruppe, ja, wirklich danke, dass sie hier mal Hand angelegt haben, mitgeholfen haben. Auch wenn sie jetzt noch jemand anders sind, find's gut, dass alle so eine Erfahrung können machen hier in dieser Fabrik. Lang lebe die Rote Fabrik!